Dacia bringt das günstigste Elektroauto Deutschlands auf den Markt. Knapp über 20.000 Euro, aber heißt günstig auch gut? Das gucken wir uns heute an. Als preissensibler Markt wird der Spring in Frankreich schon ab 17.000 Euro Pfeil geboten. Doch abzüglich der deutschen E-Auto-Prämie sinkt der Preis hierzulande auf gut 11.000 Euro. Dafür bekommt man 27,4 nutzbare Kilowattstunden. Brutto sind es 28,3. Zack, da geht die Klappe auf, ist also ein ganz klassischer Nasenlader. Und die Besonderheit hier an diesem Modell, er hat nicht nur den Typ-2-Anschluss, sondern auch die Erweiterung für den DC-Anschluss, das Schnellladen. Also geht dann hier im Dacia Spring mit bis zu 30 Kilowatt, ist ein optionales Extra, kostet 600 Euro, allerdings gibt es das nur in den hohen Ausstattungslinien. Der Onboard-Lader schafft bis zu 6,6 Kilowatt, ist alles einphasig. Und warum ist das alles einphasig? Ein Teil der Antwort versteckt sich unter der Motorhaube, denn der Spring ist ein echter Weltenbummler. Entwickelt in Indien auf der CMF-Plattform als Renault Kwid. Dann nach Brasilien, Südamerika, auch als Renault Kwid und dann in ein Elektrofahrzeug umgewandelt für den chinesischen Markt als Renault Kase oder Kassette. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Und diese chinesischen Schriftzeichen von dieser Umwandlung zum Elektroauto, die findet man nämlich auch hier im Motorraum. Für den deutschen Markt bekommt der Spring eine verstärkte Karosserie, 6 Airbags und einen Front Assist. Dinge, auf die man in China verzichten muss. Weltweit wird auf den zweiten Wischer verzichtet, der Spring kommt einarmig. Die Felgen sind übrigens sehr gelungene Blenden. Der widerstandsoptimierte Reifen ist von der Marke, wer kennt sie nicht, Linglong. Wo liegt das Akkupaket des Dacia Spring? Natürlich im Unterboden. Es erstreckt sich nur nicht über die gesamte Länge. Es ist ja auch nur in Anführungszeichen 28,3 Kilowattstunden groß und passt deshalb unter die komplette Rücksitzbank und wiegt mit 186 Kilo auch nicht sonderlich viel. Hat übrigens mit knapp 146 Wattstunden pro Kilogramm auch eine ganz ordentliche Leistungsdichte. Und weil sie eben unter der Rücksitzbank liegt, die Batterie hat man im Kofferraum, immerhin 290 Liter Platz. Für so ein Stadtauto ist das absolut in Ordnung. Klappt man die Rücksitze um, sind es 1100 Liter. Was nicht so schön ist, es gibt keinen richtigen Platz für das Ladekabel. Ich kann hier zwar noch was hochklappen, darunter befindet sich aber das vollwertige Ersatzrad. Das heißt, das Ladekabel wird tendenziell immer irgendwie hier im Kofferraum rumfliegen. Wer sich noch fragt, was ist das für eine Tasche? Da sind Wagenheber und so Bordwerkzeug drin. So, kommt wieder rein. Bevor ich mich dem Innenraum widme, will ich erstmal eine Runde drehen. Wie fährt sich wohl so ein günstiges E-Auto? Es ist eben angenehm leise, so wie ich das von einem Elektroauto erwarte. Ich komme jetzt zu einer Ampel, bin hier im Rekuperationsbereich und die Reku hier im Spring ist nicht einstellbar. Das finde ich so ein bisschen schade, weil man das dadurch im Stadtbereich ja noch viel effizienter gestalten könnte, wenn ich auch so ein One-Pedal-Driving-Mode hätte. Aber das ist eben hier gesetzt. Es ist eine relativ leichte Reku, die man eben nicht verstellen kann. Jetzt hört man nochmal das Geräusch. Und ich bin einfach positiv überrascht, denn über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen und da werden einige mit den Ohren schlackern, das ist die Leistung. Aber nicht, weil sie so üppig ist. 33 Kilowatt, also 45 PS und 125 Newtonmeter Drehmoment hämmert der Spring auf die Wellen. Jetzt ohne Spaß, für mich hat's gereicht. Also ich bin so schnell auf 50, das ist quasi kein Unterschied zu jeglichem anderen Fahrzeug. Und genau das, genau so muss es ja sein sozusagen. Und das funktioniert top. Den höchsten Wirkungsgrad, also um die 90%, haben E-Motoren im Bereich ihrer Nennleistung. Und wenn ich eben eine relativ geringe Leistung habe, in einem Fahrzeug, das ich in einem relativ geringen Leistungsspektrum bewege, hat der Motor natürlich oft seinen optimalen Wirkungsbereich, Wirkungsgrad. Und so soll der Spring rund 13,9 Kilowattstunden inklusive Ladeverluste verbrauchen und nach WLTP 230 Kilometer weit kommen. Es gibt übrigens
keine Wärmepumpe für den Spring in dieser Preisklasse, für den Anwendungsbereich, den man hat, ist es wahrscheinlich auch einfach nicht nötig. Im gleichen Atemzug gibt es auch kein Temperaturmanagement für den Akku. Also der ist luftgekühlt. Normalerweise nutzt ja die Wärmepumpe die Abluft aus dem Temperaturmanagementsystem des Akkus. Da es das hier nicht gibt, gibt es auch keine Wärmepumpe. Experiment Autobahn. Bei 125 ist der Spring elektronisch abgeregelt. Auf dem Beschleunigungsstreifen latsche ich mal rein in den Spring. Und dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. Ich bin jetzt auch bei 55 km/h und nähere mich langsam aber sicher der Auffahrt. Und jetzt schauen wir mal. So, okay, ich bin voll im Power-Modus. Und viel passiert nicht, aber ausreichend viel. 102 und es reicht sogar für ein Überholmanöver. Tja, und ich muss sagen, auch das, es wird natürlich jetzt schon ziemlich laut hier drin, aber das funktioniert. Auch das funktioniert. Er fährt sogar etwas mehr als 125. Mal gucken, wo die Beschleunigung aufhört. Das geht leicht bergab. Wir sind jetzt hier bei 130 km/h laut Tacho. Also für jeden, der in der Großstadt wohnt und sich so im Umkreis dieser Großstadt hauptsächlich bewegt, funktioniert das. Funktioniert dieses Fahrzeug auf jeden Fall. Zeit, sich noch einmal genauer mit dem Innenraum zu beschäftigen. In der Business-Version ist alles auf Strapazierfähigkeit ausgelegt. Die Materialien sind also einfacher als in den Versionen für Privatkunden. So, Dacia Spring, Innenraum. Und ich glaube, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. E-Auto untypisch, habe ich ein ganz normales Zündschloss, mit welchem ich das Auto starte. Schlüssel rein, Zündung ganz normal umdrehen. Es ist ein bisschen zurück in die Vergangenheit mit einem Auto aus der Zukunft. Mann, das ist mir aber eingefallen jetzt, oder? Ich bin so stolz auf mich. Aber viel wichtiger, wie sieht es hier drin aus? Was kann ich hier drin machen? Das 7-Zoll-Navi ist optional und lässt sich flüssig bedienen. Aber was bietet es fürs E-Auto? Ich würde ja zum Beispiel wissen wollen, gibt es Ladestationen in der Umgebung? Kann ich hier bei Sonderzielen zum Beispiel Stromtankstellen einstellen? Da werden mir jetzt auch direkt einige angezeigt. Kann ich auch sehen, ob das Gleichstrom- oder Wechselstromlader sind. Hier steht's. Haushaltstyp F. Zahl der Anschlüsse 2, maximale Leistungsstufe 3,68 Kilowatt. Das erscheint mir jetzt eine relativ spezielle öffentliche Ladestation zu sein. Ich wähle mal die hier aus. Optionen, Info. Da, Stromtankstellen, Typ 2, Mennekes, Anzahl der Anschlüsse 2, also es geht doch. Guck mal, das ist doch gut. Es stehen jetzt hier allerdings nur keine Preise da und auch nicht, ob die Anschlüsse belegt sind oder nicht. Aber das ist doch schon mal was. Also, das finde ich gut. Was es nicht bietet, ist die Planung langer Strecken. Hier müsste ich mir die passenden Säulen selbst zurechtlegen. Das ist nicht sehr E-Auto-spezifisch. E-Auto-spezifische Anzeigen sehe ich aber vor mir und die sind sehr groß, sehr leicht ablesbar und sehr verständlich. Das finde ich gut. Mittig gibt es ein 3,5 Zoll Display, das Geschwindigkeit, Ladestand und Restreichweite anzeigt. Links sehe ich den Last- oder Ladezustand während der Fahrt und rechts noch eine Balkengrafik für den Akkustand. Womit ich also ein kleines Problem habe, ist die Sitzposition, denn das Auto ist relativ hoch, ich bin 1,82 und ich habe das Gefühl, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, als ob ich sehr nah am Dach bin. Und das Problem ist, dass ich den Sitz in der Höhe nicht verstellen kann. Klar, ich kann ihn nach vorne und zurückschieben, aber die Höhe, die ist fix und ich kann auch das Lenkrad in keiner Richtung verstellen. Also bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe keinen Hebel gefunden, der das Lenkrad in irgendeiner Weise verstellen lässt. Also das scheint hier eine fixe Position zu sein und man kann sich nur darauf zubewegen oder davon wegbewegen. Der hintere Einstieg ist recht eng, der Dachholm sehr tief. Dafür hat man Platz für die Füße.
Die Knie drücken sich in die elastische Rückenlehne. Die Frage war ja, kann günstig auch gut sein? Und ich denke, im Vorhinein war uns allen klar, dass bei dem Preispunkt, den der Spring aufruft, keine Wunder zu erwarten sind. Aber dennoch ist es ein zweckmäßiges Auto mit kleinen Schwächen, zum Beispiel im Bereich der Sitzverstellung oder der Verstellung des Lenkrads. Aber er bietet eine alltagstaugliche Reichweite, die Option zumindest mit 30 Kilowatt schnell zu laden. Und man kann mit ihm gut im Verkehr mitschwimmen. Also etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Von daher, der Erstkontakt günstig kann durchaus gut sein. Jetzt seid ihr gefragt, denn mich interessiert, was sagt ihr zu so Kleinst-Elektrowagen mit Reichweiten zwischen 200 und 300 Kilometern, sage ich mal. Ist das für euch schon etwas, das auch als einziges Auto dienen kann? Oder sagt ihr, man braucht mindestens immer einen Zweitwagen mit Verbrenner oder mit größerer Batterie, um auch weitere Strecken problemlos zurücklegen zu können? Schreibt es in die Kommentare.